Hallo Leute, ich sehe wieder genauso wie letzte Woche, als ich euch Hallo gesagt habe in meinem Kleidchen, aber es ist wieder warm. Ich habe mir auch jetzt ein neues Kleid mal gegönnt. Ja, weil mein Freund und ich uns auch entschlossen haben, ihn nicht so richtig in den Urlaub zu fahren, weil die Situation noch nicht so richtig klar ist, wie es jetzt auch weitergeht mit dieser neuen Variante. Wie alles so teuer ist, dann kaufen wir uns lieber noch ein schönes Möbelstück, machen Urlaub in der eigenen City, weil hier gibt es für mich vor allem auch noch richtig viel zu entdecken und ich will auch immer also einen Tag machen, in dem ich in alle kleine Läden so gehe und mich mal umschaue. Das hatte ich nämlich noch gar nicht. Ich war immer so work, work, work und dann direkt nach Hause so. Ja, da freue ich mich. Einfach chillen hier und vielleicht mal Tagesausflüge machen oder so oder mal nach Salzburg. Aber wir machen jetzt wahrscheinlich nichts Großes. Jetzt arbeite ich aber erst noch mal 2 Wochen. Dann, also diese Woche, nächste Woche und die Woche danach bin ich in Dresden. Meine Eltern kommen ja hier hin. Sie sind gerade schon in Österreich. Aber dann bin ich in Dresden und mache von da aus Homeoffice und dann habe ich 2 Wochen Urlaub und ja, dann geht's los. Heute ist wie letzte Woche auch ein Möbelstück im Kommen. Unser Schrank kommt heute und auch unser Lowboard wurde versendet, haben wir die Mail bekommen. Deswegen, geil, vielleicht sind diese Woche dann die Möbel, die wir zumindest bestellt haben, komplett. Und ja, das nächste, was dann kommt, habe ich ja schon öfter gesagt, au, Knie. Das nächste, was dann kommt, wäre die Couch. Das ist halt so, wenn du nicht in Urlaub fährst, dann sparst du gleich mal irgendwie 500 Euro oder so. Also kommt drauf an, aber das kann man dann halt reinvestieren und sich ein schönes Leben machen oder wie auch immer oder halt in den Möbelstück investieren. Also ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber alles gut. Ja, und ansonsten war jetzt gerade das, ich habe irgendwas wie so ein eingewachsenes Haar. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber das hat mich jetzt mir nochmal gezeigt, okay Nora, du musst hier mal zu ein paar Ärzten. Zum Frauenarzt. Ich brauche eh, da muss man die neue Pille verschreiben. Er oder sie. Zum Hautarzt muss ich, wegen meinen Füßen. Ja, und zum allgemeinen Mediziner eigentlich nicht. Also eigentlich nur Frauenarzt und Hautarzt, aber manchmal wartet man da ja ewig. Deswegen mache ich lieber jetzt bald mal einen Termin. Das ist mein To-Do für heute. Und überhaupt, ich wollte mit meinem Fitnessstudio anrufen, ob ich hier überhaupt trainieren könnte. Nicht, dass ich es wollte, aber ja. Das ist überhaupt das Traurigste der Welt. Ich zahle 30 Euro jeden Monat. Manchmal sogar 45 Euro aller halben Jahre. Und ja, durch den Lockdown konnte man eh nicht gehen, aber ich will mein Geld zurück. Das wollte ich euch noch zeigen. Ich hatte hier diesen Ring, ich trage ihn sogar falsch rum gerade. Dieser Ring, dieser YSL-Ring, wisst ihr, wie wir das gemacht haben? Ich habe das auf TikTok gesehen. Oh, da ist ein Marienkäfer, der auf meiner Kamera klettert. Crazy. Ich habe das auf TikTok gesehen, dass man so einen Lippenstift nehmen kann. Und ich habe mir diesen Lippenstift zur Jugendweihe gegönnt, also vor ungefähr 10 Jahren. Da kommt fast hin sogar. Und man konnte das mit einer Zange da raustrennen aus diesem Lippenstift. Es fokussiert nicht, aber ihr kriegt mit, was ich meine. Und hat jetzt einen Ring. Es ist zwar ein Plastikring, aber es sieht irgendwie geil aus. Ja, das wollte ich euch noch kurz mitgeben, falls ihr auch so einen Lippenstift rumstehen habt. Weil die sehen ja auch so schön aus. Ich habe den immer nie weggeschmissen, aber man soll das ja auch alles nicht ewig nutzen. Das ist auch so eine Sache. Ich muss mal kurz gucken, ob ich überhaupt Zeit habe, mit euch zu reden. Ja, kurz geht's noch. Ich habe Make-up erstmal aussortiert, weil ich mir unbedingt was von Rare Beauty kaufen will. Von Selena Gomez. Die ist jetzt auch in Deutschland vertreten. Irgendwie in Österreich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt Sephora gibt, aber auf jeden Fall könnte ich mir auch was im deutschen Store bestellen. Habe ich gestern fast gemacht, dann ging es irgendwie nicht. Aber ja, ich wollte mir einen richtigen neuen Lippenstift kaufen. All die ich habe, sind eigentlich mehr oder weniger abgelaufen oder halt uralt. Und alles, was ich so an Make-up habe, also wirklich ungelogen, mein Blush, mein Bronzer und mein Highlighter sind alle kaputt, weil sie mir runtergeflogen sind. Sie sind aus Plastik, das waren immer auch, eigentlich waren es auch Secondhand. Oh, dieser Marienkäfer sitzt jetzt auf dem Mikro. Sweet. Ja, sie sind alle kaputt und auch eigentlich fast leer, vieles davon. Und deswegen wollte ich mir einen neuen Blush, einen neuen Lippenstift und einen neuen Concealer kaufen. Concealer ist, mit dem bin ich zufrieden, aber der ist auch nicht kaputt, aber der ist fast leer. Vielleicht sogar ein Pinsel, es kommt auch wieder Geld zusammen. Ich muss überlegen, was genau ich mir jetzt kaufe, aber ich wollte eine kleine Bestellung machen. Am liebsten wollte ich einen Bronzer haben, das hat sie natürlich nicht. Aber anyway, wenn ihr Selena Gomez liebt und immer mal Rare Beauty ausprobieren wolltet, was auch so wunderschön verpackt ist, dann wäre jetzt die Chance. So, jetzt gehe ich rüber, warte weiter auf den Anruf von der Spedition und setze mich an meinen Laptop und mache E-Mails.
Bis dann. Unser Schrank ist gekommen und er ist viel kleiner als gedacht. Ich dachte ungefähr, er ist so groß bis hier, so bis mein Fuß geht. Also er wird riesig, aber ist er nicht. Er ist small. Aber ich finde das ganz gut, weil er dann nicht so wuchtig ist. So sieht er dann farblich von außen aus. Ihr seht ja hier so, ihr seht es eher nicht so über die Kamera, aber es ist auch so ein Holz. Ich bin gespannt, wie die fertige Endversion aussieht. Das ist jetzt das gute Stück, liebe Freunde. Mein Freund kann mich ja mal filmen in Verbindung so von der Größe. Es ist wie ein Mensch, dieser Schrank, aber ich finde ihn wirklich schön. Hat er jetzt hier so Courage gemacht, das finde ich ganz nett. Soll ich ruhig rein? Woo! Ich finde es süß, auch dass das innen so türkisi ist. Was sagst du, Freund? Und also, ist doch mehr Platz als gedacht. Ah, ich hoffe, da passt Akten. Ich hole meine Akte. Warte noch nicht. Liebe Freunde, mein Büroschrank. Dafür war er dein Büroschrank? So nämlich. Und hier unten darfst du kommen. Das ist mein Platz. Da kann ich schlafen, essen. Mittagsschlaf machen, essen. Meine Hobbys, das ist mein Hobbyzimmer da unten. Es kann hier auch so ein bisschen. Du kannst auch vermieten bei Airbnb. Es können hier auch Geschirr und sowas auch mal rein, aber alles. Ich habe noch eine Kiste eben mit Bürozeug, die hier reinkommt und die werde ich jetzt hier so ein bisschen auspacken, aber auch wahrscheinlich was aussortieren. Ja, aber die Sache ist, ich habe zu Konstantin gesagt. Ich weiß nicht, ob wir ihn hier lassen. Ich würde ihn eher da hinstellen und hier dann doch Lowboard und Fernseher drauf. Weil dann hat man hier, wenn jemand mitkommt. Komm mal mit. Guckt mal von meiner Perspektive. Wenn man hier nicht reinkommt, da hat man, wenn man hier ein Lowboard hat und halt nichts so hohes, noch einen besseren Blick so in die Weite. Und sieht auch die Küche und so. Die ist ja das Geile, dass die so offen ist. Und ja, deswegen bin ich dafür, dass das da reinkommt. Aber das hat noch Zeit. Hallo! Boah, ich muss Dings anziehen. Wie geht's dir, mein Love? Wie war das Eisessen? Oh, es fällt ja noch. Ja, Leute, so weit, so gut. Ich kann euch ja mal kurz einen Zwischenstand zeigen. Ich habe einfach zu viel Stuff. Ich mag nicht so viel Stuff haben, aber ich gleichzeitig, also ich mag nicht viel Stuff haben, aber ich kann gleichzeitig auch nicht viel wegschmeißen. Das ist eine super Kombi. Wow, die Sonne. My life every day. Also. Seht ihr jetzt noch mich oder seht ihr auch das? Hier oben habe ich so ein bisschen sentimentalen Stuff. Postkarten, beschriebene Tagebücher, das sind leere Tagebücher, das sind Zeitschriften, die ich unbedingt behalten will. Hier werden Hefte reinkommen, aber ich werde jetzt nicht mehr diese welligen Hefte verwenden, sondern starre Hefte. Und die Hefte sortiere ich auch noch um, da freue ich mich schon mega drauf. Das ist auch sentimental und ich werde es gleich noch ausprobieren. Hier unten sind leere Hefte. Ja, und es ist irgendwie immer noch viel zu tun, deswegen. Ich setze mich nochmal ran und dann, ja, jetzt müssen wir erstmal was zum Abend essen. Stimmt's? Hallo Leute, es ist Donnerstag, was bedeutet, dass es mein letzter Arbeitstag in der Agentur für diese Woche ist. Und ich freue mich auf Arbeit, weil es auch schon kühl ist, heute werden es hier 36 Grad. Aber ja, ich bin die erst immer abends draußen, gehe abends eine Runde um den Block. Hallo. Hatte ich euch erzählt, dass ich mir noch ein Kleid bestellt habe? Dieses Kleid ist angekommen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich mag es teilweise. Ich mag diese enge Sache und dass es hier eng ist, finde ich gut. Aber es ist sehr dick. Es ist also doppelt. Und es knittert halt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht 100%. Ich muss mich nochmal. Ich habe auch keinen Spiegel. Lol. In diesem Haus, außer im Bad. Der geht aber nicht voll.
Ja, die Länge ist auch nicht so optimal, ich weiß nicht. Ich glaube, ich schick's zurück. Aber wollte euch kurz sagen, falls ihr auf der Suche seid nach einem Kleid, und das ist von der Vero Moda Nachhaltigkeitskollektion und ist aus Lenzing, also nachhaltigem Material, komplett 100%, dann ist das vielleicht was für euch. Schaut vorbei. Ich werde jetzt ansonsten mein Bewerbungsvideo ready machen. Also Bewerbungsvideo im Sinne von meinem Mentoring. Und dann um 18 Uhr call ich mit der Lea. Wir haben Besuch, falls man es erkennen kann. Ich bleibe das Wochenende Puder von meinem Freund. Und ja, ich bin durch mit einer meiner Arbeitswoche. Es war ein super Tag. Ich werde am nächsten Morgen weitermachen. Ja, aber morgen Selbstständigkeit. Ich schneide gerade mein Mentorship. Und ihr könnt euch jetzt noch. Ich habe jetzt auf dem Shop auch eingerichtet, dass ihr euch einzelne Monate kaufen könnt, sozusagen. Einzelne Membership-Monate mit komplett dem Programm. Aber das Beste ist natürlich und das Billigste ist natürlich, wenn ihr direkt das Membership anfließt. Aber no stress, macht's wie ihr wollt. Ihr könnt auch nur das Workbook kaufen oder nur den Workshop. Ja, ich habe das so gemacht, dass alle Einzelteile konkret was bringen, aber die Sachen funktionieren auch ohne einander. Kleines Mäskchen gemacht. Das ist jetzt mega random, aber ich muss es euch jetzt erzählen. Kennt ihr das, wenn man so einen Wunsch hat? Und dann, also ein Konsumwunsch, man will sich was kaufen und man tippelt so darum herum und es ist schon relativ viel Geld, aber man will sich auch mal was gönnen, aber man weiß nicht, also man braucht es nicht so 100%, ja, egal, es geht um Rap Beauty. Ich habe natürlich geguckt auf der Website und so weiter und so fort und dann wusste ich nicht, kaufe ich mir einen knallroten, aber dann fand ich die andere Farbe so gut auch und ich habe mir ein tausends Videos von Selena Gomez angeguckt, weil sie hat ja so viele so Videos mit Rare gemacht. Und ich liebe Selena Gomez, ich liebe sie so sehr. Ich glaube, das ist nach Taylor Swift der Star, den ich am meisten mag und schätze und liebe und inspirierend finde. Long story short, dann habe ich alles probiert. Dann hatte die Seite, diese Sephora-Seite, ganz viele Bugs und es ging nicht und es war mega nervig. Letztendlich hat aber alles funktioniert jetzt. Also wirklich, ich war 10-mal schon im Warenkorb und irgendwas hat nicht funktioniert und ich habe es wieder geändert. Nehme ich den Liquid Blush, nehme ich den Pot. Welche Farbe Concealer nehme ich? Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Aber ja, ich habe mir jetzt den Concealer bestellt, den Blush, den man so im Pot hat und den Lippenstift in Brave, was nicht ganz rot-poppig-rot ist, so wie meine Finger, sondern eher so orange-rot. So eine Stufe davor noch, aber ich finde es mega cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Habe jetzt ein kleines Vermögen dafür ausgegeben. So teuer war es nicht. Die Produkte sind alle so um die 20 Euro, was ich okay finde. Also es ist deutlich teurer als Drogerie-Produkte, müssen wir nicht anders sagen. Aber sie achten auf jeden Fall auf Nachhaltigkeit, sind vegan, sie sind wunderschön verpackt. Ja, und sie haben tolle Formeln, also im Internet schwärmen auch alle davon, irgendwelche Beauty-Gurus und so schwärmen von den Produkten, dass sie wirklich hochwertig sind und ich finde, sie sehen wunderschön aus und ich freue mich einfach und das, ja, gerade ist eine kleine Zeit der Gönnung und ich share das jetzt mal mit euch immer, wenn ich mir das gönne. Das Kleid ist ja heute zum Beispiel auch angekommen, das nehme ich jetzt nicht. Seht, da habe ich schon wieder, kann ich, das, vielleicht ist es auch deswegen gewesen, dass ich mir das dann heute gekauft habe, weil jetzt habe ich die 40 Euro gespart und habe sie sozusagen in Rare Beauty investiert. Aber ja, ich freue mich voll darauf. Und jetzt gucke ich gerade noch Suits. Das ist jetzt die letzte Folge der dritten Staffel. Und wisst ihr, warum ich Suits so mag, glaube ich? Weil es da nicht so um irgendwelche großen Liebesdramen oder so geht. Was mich an Büchern übrigens immer stört, wenn es nur um Liebe und Beziehung geht. Sondern da geht es um das richtige Leben und das richtige Leben besteht zu einem Großteil einfach aus Work, aus Arbeit. Und die brennen alle für ihre Arbeit. Das sind ja alles AnwältInnen. Und ich finde es so spannend zu sehen, wie es in diesen Anwaltskanzleien zugeht und so weiter und so fort. Und es gibt auch Liebschaften und sowas. Finde ich auch cool. Teilweise. Aber das andere interessiert mich viel mehr. Und deswegen mache ich Suits. Also falls ihr keine Lust auf Liebesgeschwafel habt, könnte Suits auf jeden Fall was für euch sein. Wie schön ist der Schrank? Ich freue mich sehr. Und vielleicht kommt diese Woche, ja, morgen oder übermorgen,
Der ist jetzt in Regensburg, unser Lowboard. Das heißt, vielleicht könnt ihr es morgen oder übermorgen ankommen. Ich glaube, die Chance ist klein, aber wer weiß. Ja, so viel von mir an dieser Stelle. Mein Workbook und so ist ready. Und dann ist es time, morgen das anzustellen. Ich freue mich voll. War eine gute Woche. Ja. Sorry, die Lüftung ist total laut. Ich weiß auch nicht, ob man sieht. Aber seit neuestem wollte ich mal ausprobieren, weil alle reden ja immer von Augenbrauen. Und ich habe diesen Kamm. Ich habe ja bei, weiß Gott, kein Augenbrauen-Gel oder irgendwas, weil ich mit meinen Augenbrauen nie was gemacht habe. Aber seit neuestem bürste ich die so nach oben. Und es macht halt wirklich einen Unterschied. Es macht halt wirklich einen Unterschied. Da ich kein Gel oder ähnliches, wie gesagt, habe, bleiben sie nicht so. Ich bilde mich mir vielleicht ein bisschen ein, dass sie so bleiben, aber an sich nicht. Aber just saying, wenn ihr euer Gesicht nochmal elevaten wollt, so eine hochgebürstete Augenbraue macht schon was aus, finde ich. So wie bei mir. Ich war heute Morgen schon ganz früh wach, denn wir hatten einen kleinen Call, Bewusstsein-Call um 8 mit jemandem, der uns jetzt unterstützt. Und die Nacht war ganz schlimm und ganz heiß, aber heute wird es nicht so heiß. Und ja, haben einen schönen Tag vor uns. Ich freue mich. Tagchen. So, es ist jetzt ein bisschen später. Ich bin so recht gemacht. Ah, es ist schon 13.12 Uhr. Mir kommt so, als wäre es um 10 Uhr. Aber es war irgendwie ein sehr langer, durchwurchtelter Tag. Aber auch ein bisschen ein erfolgreicher Tag bis jetzt schon. Ich wollte euch jetzt was zeigen. Und zwar habe ich von der lieben Firma Everdrop ein Probierpaket zugeschickt bekommen. Und das ist funny, weil ich habe mich tatsächlich bei Everdrop beworben. Also die Leute, die diesen Monat mein Mentoring mitmachen, die haben es schon mal gehört. Ich wollte bei Everdrop arbeiten. Ich habe durch Zufall gesehen, dass sie eine Stelle ausschreiben als, ich glaube, Influencer Marketing Manager. Damals im, ich weiß nicht wann das war, war das auch im Dezember oder im Januar? Irgendwie um die Drehe halt in der Bewerbungszeit. Und ich hatte auch Vorstellungsgespräche, ich hätte da wirklich gern gearbeitet, die waren so sweet. Ja, aber ist da nichts geworden, weil ich eben nach Wien gehen wollte und das war in München. Aber ja, das war total nett und ich finde das Unternehmen ganz, ganz toll. Wer Everdrop nicht kennt, Everdrop macht nachhaltiges Putzmittel in Flaschen. Und ich dachte, sie sind einfach stabile Plastikflaschen, aber ihr werdet gleich sehen, dass sie alles andere als das sind. In nachhaltigen Flaschen mit Nachfühl-Tabs. Außerdem machen sie Spülmittel, das ist jetzt ganz neu, Spülmittel. Wie heißt denn das? Spülmaschinen-Tabs. So, Waschmittel machen sie auch. Ja, Punkt. Und ich darf euch das jetzt ein bisschen vorstellen. Wenn ihr hier mal in meine Vorratskammer schaut, kleinen Blick hereinwerft, könnt ihr sehen, wo ich das hingestellt habe. Und ich finde, das sieht jetzt viel besser aus, als vorher aussah. Nämlich so, so aufgeräumt. Fangen wir mal mit dem Waschmittel an, was ich in diesen wunderschönen Pötten habe. Hier steht Wäsche drauf, voll. Und einmal Wäsche Color mit so einem lila Design. Und hier habe ich es jetzt schon umgefüllt. Das andere will ich mit euch zusammen umfüllen. Ihr könnt auch diesen süßen Holz-Spoon dazu dingsen. Und ja, es ist also Pulverwaschmittel, was viel, viel besser ist als Flüssigwaschmittel. Wenn ihr immer noch Flüssigwaschmittel nehmt, stellt auf jeden Fall um. Trockenwaschmittel ist tausendmal nachhaltiger. Ja, gut. Und so kommen die beiden sozusagen an. Hier ist das, was ich schon umgefüllt habe. Auch diese Packages sind einfach schön. Die kann man sich auch schön hinstellen. Also du brauchst nicht unbedingt diese Behältnisse dazu, weil das allein schon schön ist. Und kein Plastik hier verarbeitet, alles Papier. Und das ist ein Strick. Und ich habe jetzt hier nochmal so kurze Infos. Du kriegst diese Infos dann auch. Das Besondere an Everdrop ist, dass es perfekt abgestimmt ist auf deine Wasserhärte, also dort, wo du wohnst. Deswegen musst du auch deine Postleitzahl angeben. Und dann rechnen sie das aus und stellen das Pulver so zusammen, dass es die richtigen Eigenschaften hat für die Härte da eben. Es ist letztendlich besser für die Umwelt. Also hier steht nämlich, herkömmliche Produkte gleichen den Unterschied zwischen weichem und hartem Wasser durch die Menge an Waschmittel aus. Ein Haushalt mit hartem Wasser benötigt also mehr Waschmittel, mehr Chemie, als ein Haushalt mit weichem Wasser. Durch eine optimale Anpassung des Everdrop-Waschmittels an die Wasserhärte deines Wohnortes kannst du die Umweltbelastung durch Tenside um bis zu 50%
reduzieren. Also krass. Diese Waschmittel haben eine hohe Waschleistung, sind frei von Chemikalien, sind dermatologisch getestet. Hier steht es auch nochmal. Frei von Mikroplastik, vegan, Tenside auf pflanzlicher Basis und leicht biologisch abbaubar. Und wie es riecht? Sehr gut riecht es. Es hat die ganze Wohnung hat danach geduftet, als das Paket ankam. Mich richtig gefreut. Und es sieht alles so wunderschön aus. Was auch in so einer wunderbaren Box kommt, sind die Geschirrspültabs. Also die kommt, die Box könnt ihr euch dazu kaufen. Aber Geschirrspültabs haben sie auch in so einem Papierpackage. Die sind genauso leicht biologisch abbaubar, vegan, verbrauchen weniger CO2. Oh, hier ist ein kleines Herz, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Süß. Ich habe A, schon Geschirrspülrunden damit gemacht und B, schon Wäsche damit gewaschen und bin super happy. Das Geschirr sowie auch die Wäsche wird super sauber. Und so geht es jetzt hier auch weiter, nämlich mit dem Putzmittel. Und es ist ein wunderschönes. Als ich es gesehen habe, dachte ich, hä? Ich dachte, das sind einfach hochwertige Plastikbottles. Aber nein, das sind Glasbottles. Wunderschön. Die Farbe, wunderschön. Es hat so ein Milchglas. Du bekommst einmal Glas, Küche, Bad. Und dazu eben die passenden Tabs. Die sehen so aus, es sind hier immer mehrere drin. Und ich habe das hier einmal schon gemacht und ich mache es jetzt mit euch zusammen. Ich will sehen, wie das rosa aussieht. Deswegen machen wir jetzt mal Bar zuerst. Also du machst es im Prinzip voll und dann machst du den Tab rein. Patsch. Und das heißt, man muss nie wieder Plastikspülmittel nachkaufen, sondern immer nur diese Tabs, was total ja, umweltfreundlich ist. Damit vermeidet man eben dann Plastikmüll, spart CO2 ein. Es ist ja auch eine Frage von Transportvolumen. Also hier steht zum Beispiel, durch unsere Tabs muss kein Wasser und kein Einwegplastik mehr transportiert werden. So reduziert sich das Transportvolumen um bis zu 95%. Und ein Paket, was du dann halt bei Everdrop bestellst, wird klimaneutral versendet. Dann machen wir jetzt doch gleich nochmal die Küche und dann putzen wir auch die Küche. Dann zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Ich muss ja sagen, ich habe immer bei Pamela Reif, übrigens, ich habe immer bei Pamela Reif die Stories gesehen, die sie gemacht hat dazu. Und war immer so, oh, Everdrop, das sieht immer so schön aus. Und überhaupt, Pamela Reif ist ja die Queen of Schönheit. Und bin einfach so happy, das jetzt selber zu haben. Lass uns jetzt hier kurz machen. Und ich erkläre euch derweil das nagelneue Spülmittel. Das Spülmittel kommt auch mit so einem Pulver daher. Warm, Pulver, schütteln. Also sprich, das Wasser kommt jetzt hier rein. Dank diesen Pulvern spart man eine komplette Plastikflasche. Man hat diese kleine, süße, hochwertige Flasche, die wunderschön aussieht hier. Dieses hier kann weg. Dieses hier kommt hin. Also das wird natürlich nur aufgebraucht, aber wie viel schöner sieht das einfach aus. Huh? Again, biologisch abbaubar, vegan, ohne Tenside. Was will man mehr? Gut, und jetzt habe ich eine Mess veranstaltet. Ich werde aufräumen und dann zeige ich euch, wie ich putze mit meinen Goodies. Okay, Küche, zeig her, was du kannst. Ich komme wirklich nicht über die Farben hinweg, sie sind so schön. Und es wird saubi. Und kennt ihr das, wenn man so Aufgaben hat, die ich keinen Spaß machen? Aber dann hat man ein Produkt, was man liebt und dann macht es halt auf einmal Spaß. Wie mit meinem Staubsauger. Wir haben jetzt so einen geilen Staubsauger und ich mag Staubsaugen. Manchmal frage ich meinen Freund so, kann ich Staubsaugen? Weil ich es halt so liebe. Mit meinem Code, ihr Lieben, Nora10, spart ihr 10% auf eure ganze Bestellung, auch auf die Abos von Everdrop. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Ich habe das jetzt wahrscheinlich den Rest meines Lebens. Und man muss sich dann einfach nur noch die Tabs nachkaufen und ist dann good to go. Ich ordne das jetzt wieder wunderschön ein in mein Fach und bin einfach richtig happy, wenn ich es angucke. Also wer wäre denn nicht happy? Weniger ist mehr. Vor allem auch für Putzmittel. Oh, ich erwinne schon wieder heute. By the way, war letztens in den Kommentaren so eine Diskussion, kann man es jetzt nicht nehmen, aber so eine Unterhaltung war über Gitti-Nagellack und wie lange der haltbar ist. Ich habe diesen Nagellack gestern Abend drauf gemacht und dünne Schichten. Und nachdem diese Diskussion war, habe ich auch nochmal dünnere Schichten genommen, weil ich bin immer so faul und mache das nicht. Aber jetzt nach dem Putzen und heute Morgen habe ich geduscht, aber nicht Haare gewaschen, also nicht groß
TikTok gemacht. Ist schon direkt was. Aber ich glaube, es kommt auf den Nagel an. Ich habe Untercoat, dann 2 Schichten Nagellack und Topcoat. Kann auch sein, dass es einfach zu dick ist. Aber ja, bei mir ist die Haltbarkeit leider nicht so geil. Ich liebe den Nagellack trotzdem. Ich liebe ihn mehr als allen anderen Nagellack, weil er besser für die Nägel ist. Haltbarkeit ist aber nicht so das. Und ja, mein Wunsch ist es immer noch, mir Nägel machen zu lassen. Laura Rubin. And I'm hosting the event, and it's about an hour and a half long session all about journaling with lots of time. I have about 15 minutes just to prep before we get started. So I've got my journal, I've got my pen. Ich sehe gerade durch Zufall, dass Kirzi ganz viele Jobs hat in Berlin. Also falls ihr in Berlin wohnt und so in diese Branche wollt, ihr seht ja hier Marketing, Finance, People and Culture, Shop Management, Product Development, alles mega spannend und auch teilweise Studijobs. Schaut doch mal. Ich wollte jetzt gerade die Influencer-Seite finden, aber das sind die ist die Jobseite. Hallihallo, hallöchen, liebe Freunde. Ja, ich war gerade beim wie heißt das auf Deutsch? beim Fotolabor. Und habe meinen Film abgegeben, der gestern vollgeschossen war. Und ich freue mich ja immer über sowas. Und er hat das, es hat nicht mal eine Stunde gedauert. Hat es direkt fertig gemacht. Ich habe diese Bilder jetzt bekommen. Ich bin so happy, endlich wieder Analogbilder zu haben. Ich habe es irgendwie mal wieder gebraucht, habe ich das Gefühl. Weil ich habe wenig fotografiert in letzter Zeit. Aber die Bilder jetzt wieder zu haben, gets me really hyped. Und ich werde jetzt wieder mehr Bilder machen. Ich wollte euch eigentlich nur Tschüss sagen. Danke fürs Zusehen. Ich werde den Vlog heute schneiden. Das ist ein ganz heißer Tag. Ich habe mich in einen Sommerdress geschmissen. Und ja, freue mich auf die nächsten Wochen. Diese Woche war krass. Habe ich euch eigentlich das so richtig gezeigt, das Slowboard, was angekommen ist? Ich weiß es gar nicht. Das zeige ich euch jetzt noch. Tada! Wie ihr sehen könnt, haben wir gerade Gäste und da liegt eine Matratze. Deswegen zeige ich es euch nächste Woche in Ruhe. Als es ankam, war ich erst so, das Holz beißt sich irgendwie mit unserem Fußboden. Aber jetzt, wo es da steht, finde ich es mega schön und ich weiß, vielleicht lassen wir das sogar da. Ich dachte erst, vielleicht stellen wir das Snowboard an die andere Wand und stellen den blauen Schrank oder graublauen Schrank halt dahin, wo jetzt das Snowboard steht. Aber es passt eigentlich und wir hätten uns eigentlich so einen ganz großen Fernseher geholt. Aber ich glaube, wir holen uns jetzt einfach ein Smart TV, was die Größe von dem Fernseher hat, den wir gerade haben. Der kann bloß leider nicht so viel. Aber tut es auch erstmal und ich finde es gar nicht so, ich brauche gar keinen riesen Fernseher. Eigentlich reicht es, man liegt da eh sehr nah dran und ja, passt schon. Genau, also es war die Woche der Möbel. Und ja, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende, einen guten Start in die Woche. Nächste Woche wird richtig krass, denn das Wiener Lustspielhaus, für das wir PR machen, feiert Premiere. Und das ist sozusagen mein Kunde, zusammen mit meiner Chefin betreue ich die. Und deswegen ist das ziemlich huge. Und an diesem Premierentag kommt halt jede Person, die irgendwie Rang und Namen hat in Wien, also really. Da waren auch so viele Einladungen und die sind alle so durch meine Hände gegangen und die ganzen Zusagen und Absagen. Aber ja, ich bin gespannt, diese ganzen Wiener Persönlichkeiten zu treffen und VIPs irgendwie. Es ist so verrückt, in was für Welten mir man da auf einmal drin ist. Auf der anderen Seite merkt man, wie unbesonders das eigentlich doch ist. Also ja, sobald man dann immer so berühmte Leute trifft oder so, merkt man, dass es auch nur Menschen sind und dass man das meistens in seinem Kopf aufbauscht. Ich wollte trotzdem Taylor Swift treffen. So ist es nicht, aber ja, es sind alles auch nur Menschen und die mögen hier in Österreich richtig bekannt sein teilweise, aber mir so als Deutsche sagen viele ja einfach nicht zu. Und deswegen, ja, Fame ist einfach halt auch nur ein Wort. Gut, ich gehe damit und wir sehen uns nächste Woche.